Gameboy Adventskalender, Gameboy Advent. Super Mario Land kennt jeder. Punkt. Deswegen ist es sinnlos, ein normales Review zu machen, indem ich nur über Grafik, Musik, Steuerung, bla spreche. Vielmehr hat sich in den letzten Jahren ein Konflikt angebahnt zwischen Leuten, die das Spiel lieben und denen, die es abgrundtief hassen. Dabei lassen sich nicht mal konkrete Muster festmachen. Es gibt Hardcore-Fans, die es mögen und Hardcore-Fans, die es nicht leiden können. Unter Casual-Gamern findet man beide Extreme, selbst Nintendo-Puristen sind zwiegespalten. Und an dieser Stelle will ich darüber sprechen, wie ich es im Sinne von Zeitgeist und unter heutigen Standards in einen damaligen Kontext gesetzt sehe. Habe ich das gerade gesagt oder gedacht? Egal. Oft wird kritisiert, das Spiel würde sich nicht ausreichend in das Mario-Universum integrieren. Kein Mushroom Kingdom, Super Balls statt Feuerbällen. Ja, okay, das stimmt schon, das ist wirklich dämlich. Aber welches der früheren Spiele hat sich denn in den Kanon integriert? In Super Mario Bros. 2 hat man noch mit Rüben geworfen. Das habe ich seither nicht mehr gesehen. Das ganze Umfeld hat existiert, war aber noch nicht gefestigt. Wie in vielen Spielserien wurde damals etwas experimentiert. Kein Grund für Vorwürfe. Und nicht zuletzt, da Super Mario nie für eine komplexe Story bekannt war, kann man das dem Spiel nicht vorwerfen. Fühlt es sich wie ein Mario-Spiel an? Ich finde schon. Klassische, grundsolide Plattformen, Blöcke, allerlei Getier, auf das man hüpfen muss. Man hat die Möglichkeit, eine Welt zu entdecken, kann aber alternativ auch klassisch und sehr schnell spielen. Es gibt viele verschiedene Gebiete und Herausforderungen. Auch das passt wunderbar. Nimmt man diese Beschreibung zugrunde, fühlen sich ohne Zweifel viele Spiele wie Super Mario an. Aber ist das nicht legitim? Es ist doch in Ordnung, wenn ein Nachfolger sich halbwegs an die Vorgaben der Serie hält und zumindest annähernd das Gefühl vermittelt, man hat es mit einem neuen Teil der Reihe zu tun. Auch hier kein Vorwurf. Einzeln betrachtet hat das Spiel aber zugegeben deutlich Staub angesetzt. Die Grafik will ich nicht mal grundsätzlich ankreiden, aber gerade wenn man sie mit der Grafik aus Super Mario Land 2 vergleicht, merkt man, wie winzig, primitiv und fast unübersichtlich alles ist. Es mag wie aus einem Guss wirken und kommt gleichzeitig doch sperrig rüber. Vergleiche ich es gerade mit Mario Land 2, mit Super Mario World oder Mario 64, da muss ich ganz klar feststellen, dass es nicht zeitlos ist, sondern inzwischen altbacken rüberkommt. Zumindest die Musik bleibt voll im Ohr. In Sachen Leveldesign zeigt sich kurzfristig Kreativität, wenn man das Spiel aber erst einmal durchgespielt hat, dann hat man das Spiel gesehen. Die Überraschungen sind gering, richtig komplexe Aufbauten gibt es nicht. Alles spielt sich in einem langgezogenen, niedrigen Korridor ab, der nur wenige Schnörkel zieht. Schaut man genau hin, dann erkennt man sogar, dass sich ganze Levelabschnitte mehrfach wiederholen. Sowas muss nicht sein. Zuletzt habe ich mir die Frage gestellt, wie fände ich das Spiel, wenn ich es heute zum ersten Mal spielen würde und nicht Mario draufstünde? Und wenn ich es objektiv betrachte, dann bricht mir zwar das Nostalgikerherz, aber sind wir ehrlich, ich würde es wahrscheinlich schnell beiseite legen und zu anderen Titeln greifen. Nichtsdestotrotz, und das ist das Schöne, wir haben es damals als ganz großen Titel gefeiert und es gehörte zum Standardrepertoire eines jeden Gameboy-Besitzers. Und auch das bringt mich zum Grübeln. Waren wir damals anspruchsloser oder einfach mit weniger zufrieden? Um also die Frage, ist Super Mario Land nun gut oder schlecht, mit einem Wort zu beantworten, meh. Es ist irgendwie schlecht, trotzdem geht von dem Spiel eine echte Faszination aus, die mich heute noch nicht loslässt. Insofern ist es sinnlos, eine Antwort finden zu wollen. Die Antwort muss wohl jeder passionierte Zocker in seinem eigenen Herzen finden. Und das ist es vielleicht, was Super Mario Land so besonders macht. Übermorgen geht's weiter mit einem Titel, bei dem man ganz klar sagen kann, dass er schlecht ist. Und wer wäre ich, würde ich um Abos betteln? Naja, ich wäre immer noch das Dennis. Bitte, bitte abonniert meinen Kanal, es wäre so schön. Bitte, bitte.